So Leute, ich liebe diese Klänge einfach. Sehr, sehr entspannend, aber irgendwo auch ankündigend. Ich hoffe natürlich auf ein Top-Spiel heute, was die Tore angeht. Die Zuschauer sollen heute was sehen. Das ist die Ansprache, die ich vor dem Spiel gewählt habe. Und wir fangen auch gleich mal ganz gut an. Ich schicke die mal alle zum Warmlaufen, denn da wurde ich hellhörig aufgrund der Verletzung von Anthony Jung im letzten Spiel. Da kann immer was passieren. Dominik Jordan, erste Ecke kommt rein. Immer noch die erste Minute. Und Anthony Serra hätte ihr ein Tor erzielen können, aber er schafft's nicht, weil er anscheinend lachen muss, weil Schauner den armen Kollegen Höhn da wegbolzt mit den blauen Schuhen. Verletzung Silvio Marx, Zehenbrennung. Warum habe ich immer recht? Ich weiß es auch nicht. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, da kann man doch weiterspielen. Zehenbrennung, wer scheißt auch drauf? Da lässt er halt eine Spritze in den Arsch verpassen vom Mannschaftsarzt und er geht halt weiter hier. Jetzt muss ich doch den Stendera einsetzen, obwohl ich das nicht wollte. Wer kann da noch spielen? Das klingt so verzweifelt. Nee, geht nicht. Muss ich. Muss ich leider. Ne, der kann sich heute nicht hinsetzen. Nach 5 Minuten muss er bereits hier aushelfen. Aber gut, man kann es nicht ändern. Es ist wenigstens nur eine Zehenbrellung. Bedeutet, der kann dann vielleicht gegen Hertha das nachholen, was er heute verpasst hat. Aber man weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Ja, wir gehen mal drauf jetzt. Ganz am Anfang. Wir müssen hier am besten das ganze Ding in Fahrt bekommen. Wenn man führt, dann sollte es eigentlich auch einfacher werden. Auf dem Papier. Aber was ist schon das Papier? Meistens nämlich nichts wert. Dominik Jordan, zweite Ecke. Kommt zurück zu Albrecht, nachdem es rausgeköpft wurde. Außenpfosten. Ich habe mich wieder verarschen lassen. Ich habe mir das Wort Drift gelesen und wollte eigentlich schon losbrüllen. So von wegen Tor Albrecht. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass der sich da einträgt. In die Geschichtsbücher, wollte ich fast sagen. Ja, voller Angriff ist ein bisschen dumm, ne? Wollte ich eigentlich nicht jetzt ganz am Anfang schon sagen. Nur wir wollen natürlich auch vorne bleiben in der Liga, das ist ganz klar. Und vor allen Dingen gegen solche kleinen Mannschaften in der Vergangenheit, die jüngeren Vergangenheit, haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Sven Schiffner, da haben wir es doch. Die 11. Minute, der flankt den nach innen, Luca Waldschmidt, der Torlose. Zwar nicht so ganz so schlimm wie Stefan Kießling in der Realität, aber endlich kann er diesen Fluch beenden und jetzt kommt St. Pauli nach vorne. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Die machen das Tor von Jochen Seitz aus dem Bayern-Spiel nach. Wie kann man denn den Jonas überlupfen? Das geht überhaupt nicht. Der ist doch 2,20 Meter. Ja. Toll. Die müssen wieder seit 255 Minuten ihren Tor machen. Das gibt's nicht. Geht so nicht, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Also die Zuschauer müssen heute schon irgendwas geboten bekommen. Ansonsten geht die Moral wieder runter und das wäre ein bisschen doof. Gelbe Karte Waldschmidt, warum? Das ist verkehrte Welt hier. Gegen Christoph Janka, das ist ein Abwehrspieler. Und den muss er festhalten, oder was? Also das hört mal auf hier, das gibt's ja gar nicht. Freistoß Marx Stendera, halbe Stunde schon vorbei. Es passiert gar nichts mehr. Totenstille, Schockstarre. Schauner hat den. Hat Stendera gut gemacht, Waldschmidt vorne gefunden. Sehr guter Kopfball. Aber leider nicht im Tor. Der Torwart hat was gegen. Und wieder ist es der Keeper. Also der sollte normalerweise nicht mit in die zweite Liga. Dafür ist der nämlich eigentlich zu gut. Auch wenn man das jetzt nicht 1:1 auf die Realität übertragen sollte und kann. Denn da ist er schon ab und zu mal leicht fehleranfällig. Möchte man ein bisschen defensiver ausdrücken. Weiter so, Leute. Ich nehme den Einsatz mal ein bisschen hoch. Vor der Pause. Die Ecke gibt es überhaupt nicht hier. Die es eigentlich hätte geben müssen. Oder vielleicht war es sowas von harmlos, dass es einfach nicht gelohnt hat. Schauner ist da und kann retten. Ich glaube, diesen Namen werde ich heute Nacht im Schlaf noch irgendwie vorbeten. Und dafür fragende Gesichter sorgen. So, roter Ball. 100%ige. Was haben wir denn da? Sven Danseisen bekommt den Ball von Jordan Booster, gültig aufgelegt gegen 4 Hamburger. Kopfball-Bogenlampe. Der dynamische Stürmer hat das toll gemacht. Müsste das 2:1 sein. Fakt. Definitiv der nächste Treffer für Sven Danseisen. Drittes Saisontor. Jetzt lobe ich wieder. Der Ball ist immer noch rot. Es geht weiter. Querschläger. James Smith. Oh, das sieht böse aus. Querschläger sind nicht gut. Luca Waldschmidt hat's gerochen.
Ja, eigentlich hat ja der Jochen Seitz den Torriecher, aber anscheinend Luca ist da auch nicht unbedingt von schlechten Eltern gesegnet. Alleine vor Schauner schiebt den Ball vorbei und ins Tor. Und warum kann man das vorher nicht machen, Leute? Ja, jetzt wie von der Tarantel gestochen. Vierte Ecke im Spiel. Christoph Janka klärt es hier per Kopfball. Und die werden sich wünschen, dass sie jetzt in die Pause dürfen, die armen Schweine. Die haben vorne 2-1 für Danseisen, für Waldschmidt. Und ich glaube, den Luca können wir danach erlösen und den Weihrauch da reinschmeißen. Denn der hat ja schon gelb. St. Pauli nutzt es aus, dass wir anscheinend schon mit dem Weg in die Kabine hier sind, ey. Eckball Rau. Nee, der Jonas holt den. Der Jonas holt den und das ist dann eine hundertprozentige. Das ist halt immer das Doofe, dass man das nicht sehen kann, was hier passiert. Also, wir gehen mal mit dem 3-1 hier rein. Standesgemäß würde ich sagen, das ist noch nicht erfüllt. Dafür müssen wir noch eins machen. Dieses Spiel wird man zu schnell nicht vergessen. Doof. Ja, komm, ich habe dich noch nie gesagt, nehmen wir es mal mit. Weiß der Geier, warum das da jetzt gerade steht. Na gut, wir loben die beide vorne, ist ja auch wurscht. Ja, 58 von 100. Sieht man. Ja, das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir sind da schon öfters durchgekommen. Milicevic, der hat es, glaube ich, verdient. Und eine dürfen wir noch. Was heißt verdient? Das ist ja eine Motivation. Ich sage eher nötig. Das sollte eher nötig sagen, ne? Wie hinten links der Schiffner. Obwohl der ja so ein Ding vorbereitet hat, ne? Jordan ist Stammspieler, muss massiert werden. Stendera ist Stammspieler und im Prinzip ist es auch Albrecht. Schiffner auch, aber ich habe nur 3. Ich bräuchte einen Masseur mit 4 Armen. Ja. Genau, ich wollte ja das noch austauschen hier. Patrick Weihrauch, gute Vorarm hat er. Vielleicht macht er ja das vierte. Das wäre ganz schön, dann hätten wir das zumindest auch erledigt. Linders könnte man noch einsetzen. Das wäre klasse, irgendwo im Laufe der zweiten Halbzeit. Das sollte das Ziel sein. Lassen wir die Jungs mal wieder alle warm laufen. Natürlich wäre es auch für Gianluca Star klasse, wenn er die Chance bekommen würde für Lukas Möller. Da auf der Seite. Und St. Pauli gibt sich nicht auf. Das finde ich gut. Das finde ich sehr mutig. Freistoß Sebastian Mayer. Na, der Jonas hat Probleme gegen diesen Freistoß, lässt den abprallen. Nachschuss von Mütte. Da hat er allerdings keine Probleme mit. Franco Bisante will mir den Ball wegnehmen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich vielleicht mal irgendwo im, wie heißt es, ein Club-WM-Finale, wenn es nötig sein sollte. Wenn ich irgendwas da schinden muss, um dass wir das Ding gewinnen, weil das fehlt uns ja noch in der Sammlung. Kommt Leute drauf hier, das kann nicht sein. Wir müssen doch irgendwo ein Tor schießen. Sebastian Schachten geht da nicht energisch genug zum Ball. Es kann ein Fehler sein. Weihrauch überrascht den Spieler von hinten. Pass nach innen. Svan Danseisen per Direktabnahme. 4-1 und da haben wir's. Vierte Saisontor und Weihrauch, ich weiß nicht, was der immer macht. Was den da immer reitet. Weil der ist sowas von heiß, der kommt rein und sofort ist er im Mittelpunkt. Ja, wo ist denn am besten jetzt zu wechseln? Ja, dann machen wir das doch anders. Dann nehme ich... Tut mir leid jetzt für Nils Linders, aber Gianluca macht eben mehr Sinn, weil ich die Note da für Möller sichern kann, die 2,5. Und das hilft ja eben diesen jungen Spielern auch für die Entwicklung, vielleicht möglicherweise auch für eine Talenterhöhung. Wenn er am Ende des Jahres eben die Durchschnittsnote klasse ist. Ja, Einsatz können wir ein bisschen zurückfahren jetzt hier. Den Rest würde ich aber gerne so lassen. Auch mit der Absatzfalle. Gelb für die Santo. Wenn ich gewollt hätte, wäre der jetzt schon seit ein paar Minuten gar nicht mehr am Platz. Dann wäre er nämlich mit Rot schon am Duschen. Dann ist er gelb. Das hat er gemacht, Schwalbe. Die Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Oder nicht? Beenden wäre ich mit der Flanke. Christopher Nöte. Nö, der Jonas ist dazwischen sehr, sehr locker das Ganze angegangen. Kontrolle übernehmen. Das kann man so selten sagen. Ich glaube, ich nehme das einfach mal mit. Jan-Philipp Kalla, gelbe Karte. Das ist ein sehr faires Spiel. Das hatte ich zumindest so von St. Pauli nicht unbedingt erwartet, weil die müssen normal so bald schon anfangen zu kratzen und zu beißen und es ist scheißegal gegen wen. Mal 3 Punkte ist nicht viel. Ali Toprak für Philipp Kalla. Genau gesagt, Jan-Philipp Kalla. Vielleicht ist er sauer, wenn man den Namen vergisst. Soll es ja geben. Ja, schaut auf die Noten. Das ist halt typisch für einen Abstiegskandidaten. Benjamin Stombouli, ehemals Montpellier und Tottenham Hotspur, der jetzt hier für St. Pauli ins Spiel kommt, für James Smith. Was hat denn der für eine Note? Ich würde sagen, genauso schlecht wie der Rest.
mit einer 4,5. Die nächste Chance, die haben wir. Bereits 82. Minute. Konter über Tom Albrecht, vorne Gianluca Starr, der Nationalspieler aus San Marino, zieht vom Fünfer-Eck ab. Aber Schauner darf sich nochmal auszeichnen. Er ist, ja, ist der Beste bei denen, zusammen mit Möte, 3,5. Das passt schon. Tom Albrecht wieder beteiligt nach vorne, hat anscheinend hinten jetzt momentan sehr wenig zu tun. Auf Danseisen, diesmal aber überhastet verzogen. Er hätte da sein drittes Tor machen können. Ja komm, wir schicken die mal alle nach vorne. Also genau konträr zu dem, was ich eben gesagt habe. In die Wolken, Max Dendera. Sein Danseisen auf dem Flügel unterwegs, sein Übersteiger. Jetzt kennt man nochmals nur andersrum. Gelbe Karte Meier. Ist aber alles sehr, sehr harmlos. Also selbst wenn die Karten bekommen, das ist nichts Böses. Hat er halt einfach jetzt eine dritte Größe mehr. Also statt ML oder so. Der Gianluca. Ich weiß ja nicht, was er in echt trägt. Vielleicht wenn er zuguckt, kann er es ja mal reinschreiben. 2 Minuten Nachspielzeit. 4 Tore haben wir erreicht. Das ist schön. Und dabei bleibt es auch. Gute Noten für Albrecht, für Stendera, Danseisen, Weihrauch und natürlich die Kollegen, die wir rausgenommen haben. Möller und Waldschmidt. Und schade für Silvio Marx, dass er aufgrund der Verletzung heute eben nicht seinen Einsatz von Beginn an wirklich durchziehen konnte. Kann man nichts machen. Wir beenden den 14. Spieltag eben weiterhin oben in der Tabellenspitze. Aber gucken mal, ob die Bayern noch Zweiter sind. Gut, da sind wir wieder. Christoph van Nöte habe ich erwähnt mit einer 3,5. Und eben der Torwart, aber der war für mich eigentlich noch besser. Weil der nämlich vor allen Dingen am Anfang verhindert hat, dass San Pauli schon da sämtliche Fälle hat wegschwimmen sehen müssen. Thiemann-Sprache, ich bin begeistert, dass es geklappt hat. 4 Tore habe ich gedacht, okay. Könnte schwierig werden, weil wir eben wieder knapp die Hälfte der Mannschaft rausgenommen haben. Und Luca Waldschmidt ja nicht unbedingt dafür bekannt war, in letzter Zeit, dass der hier die meisten Tore erzielt. Aber hat funktioniert und das ist schön. Das Gegentor nehmen wir mal raus. Das kann ihm immer passieren. Bundesliga ist kein Ponyhof und auch die Kleinen können Fußball spielen. Die Statistik. Luca Waldschmidt soll es eigentlich auch fast schaffen in die Elf des Tages. 13 Grad. Bestes Wetter, würde ich sagen, zu diesem Jahreszeitpunkt hier in Leipzig. Und ja, der Ballbesitz, das ist, ich würde sagen, fast standardmäßig über 60 bei uns. Die Ergebnisse. Bayern, nee, die müssen ein bisschen abreißen lassen. Sind jetzt zwar noch Zweiter, aber sie haben die Dortmunder, die punktgleich sind, im Nacken. Die nämlich 4:0 den ersten FC Köln da wegschießen, auch schon zur Halbzeit das Ergebnis war. Und der zweite Halbzeit ein bisschen auslaufen. Würde ich behaupten. Schalke gewinnt gegen Frankfurt. Damit festigen sie Platz 4. Für Frankfurt ist es schade, weil sie die Verlierer des Spieltags sind. Von der 7 auf die 10 nach unten. Und Stuttgart, Hannover, Wolfsburg nutzen das eben aus und gehen vorbei. Schön auch noch für Freiburg, die mit dem 3. Sieg in Folge 3:0 gegen Hertha, Glückwunsch, da Platz 12 haben und jetzt mittlerweile schon 6 Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung. Aber Nürnberg hat auch gewonnen, 3:0 gegen Hoffenheim. Die bekommen heute aber richtig auf den Sack, ne, die Hoffenheimer. Auch im letzten Spieltag mussten sie sich da ja schon gegen Freiburg geschlagen geben, also jetzt gegen 2 Mannschaften verloren, die unten Konkurrenten sind. Und das sieht nicht so wirklich schön aus, aber noch weniger schön eben der FC St. Pauli. Kein Saisonsieg nach wie vor. 8 Tore erzielt. 38 kassiert. 3 Punkte. Ja, und die Hertha, die muss langsam sich wirklich Sorgen machen. Aus den letzten 5 Spielen nur 1 Sieg, nur 3 Punkte. Die waren ja noch nach 6 Spieltagen mit 18 Punkten ganz oben. Und jetzt schaut mal, jetzt haben wir 8 Spieltage weiter. Die haben 4 Punkte geholt aus der Zeit. 4 Punkte, das heißt, 1 Sieg, ein Unentschieden, sonst alles verloren. Und also wenn da keine Alarmglocken angehen, dann weiß ich aber auch nicht. Zweite Liga, nicht 2. Spieltag. Die Magdeburger gegen Wattenscheid. Also die beiden Überraschungsmannschaften da oben. Wattenscheid hält erstmal diesen Platz 3. Kaiserslautern springt wieder ein bisschen hoch, genauso wie Wehen. Mainz verliert nach wie vor an Boden. Aber sie haben unentschieden gespielt gegen Cottbus. Und ganz unten Karlsruhe, Paderborn und Frankfurt mit 5 Punkten. Die dritte Liga hat nicht gespielt, da brauchen wir nicht drauf gucken. Und hier haben wir die Stimmen. James Smith kommt zu Wort. Es war schon sehr komisch, nach Leipzig zu kommen und in die andere Kabine zu gehen. Ja, der war ja gar nicht bei uns im Prinzip. Ne? Wir haben den geholt. Dann war der gefühlt 2 Tage bei uns. Und dann ist er schon wieder weitergezogen. Quasi ausgeliehen worden. Und ich sage, dass es absolut verdient war, dass wir gewonnen haben. Den Fans sind wir hier gerecht geworden. Den 3 Punkten natürlich sehr zufrieden. Ja, kurz und knackig würde ich sagen, es stimmt natürlich. Waldschmidt zum ersten Mal in der Elf des Tages dabei. Das ist auch der einzige für uns heute. Aber das macht das Ganze eben umso schöner, wenn es nur einen gibt.
wenn derjenige sofort dann hier das Gesicht des Spielers des Tages darstellt, mit einer glatten 1. Und damit hat er natürlich jetzt noch den Stein im Brett, was eben Platz 2 angeht. Neben Jochen Seitz in der Startformation unserer Mannschaft. Teamleistung 3,09. Es war nichts Berühmtes, auch wenn man eben 4 Tore schießt. Ne? Es war dann eben berücksichtigt, dass der Gegner aber auch schwach war mit 4,18. Aber Gott, die Bremer 4,5. Das Ergebnis 3-0 gegen Stuttgart, so schlimm ist es doch gar nicht. Es war immer ein Auswärtsspiel. Aber was haben die Noten, ey? Unglaublich, in der Saison 2,93 sind wir immer noch deutlich vorne. Deutlichst. Es treffen alle und dann Top 5. Von De Jong bis Juve. Und Luka Waldschmidt jetzt der beste Torschütze mit 7. Aber der Jochen hat ja gegen Hertha dann die Möglichkeit, das wieder zu egalisieren. Und Hertha wird mit Sicherheit nicht unbedingt frohlockend sein, wenn sie wissen, wer der nächste Gegner ist. In der Verfassung momentan ist auch ein Heimspiel eben keine Garantie. Jelleren 3 Tage, Marx 3 Tage. Das ist in Ordnung. 10 Prellungen, da dürfte er das wirklich geschafft haben. Ich hatte ja vorher gesagt, dass Jelleren beim ersten wieder da ist. Und am zweiten ist das Spiel, also passt es auch. Sehr schön. Gehen wir in die Woche. Gucken uns das Ganze an. Erstmal hier die Wahl zum Fußballer des Monats November. Leider keiner von uns dabei. Das ist eigentlich fast logisch, dass es De Jong melden muss. Mit dieser Leistung. Der trifft ja im Prinzip in jedem Spiel, sogar mehr. Und 14 Spieltage hat 16 Tore. Das spricht dann schon wirklich für sich. Es ist zwar schon ein Riesenunterschied zwischen Spiel und Realität, wie man hier sieht. Weil in der Wirklichkeit, würde ich jetzt einfach mal sagen, trifft der einen Lastwagen nicht aus 1,5 Metern Entfernung. Seitlich. Ne? Nicht ein Lastwagen, der frontal vor ihm steht. Also, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wie lang ist denn so ein Lastwagen in der Breite? Darin kann man schön ablesen, was ich von Luke de Jong halte. Und man kann ja mal in Gladbach nachfragen. Ich glaube, das sieht auch nicht so anders aus. Ja, die zweite Mannschaft gewinnt. Konnten wir gerade sehen. 2-0 in Wolfsburg bei der U23. Ausbau-Wellness-Zentrum. Stufe 12. Das ist schon so geil, wenn man sieht, dass hier Stufe 17 steht, das Trainingszentrum. Dann sollte eigentlich fast doch schon da der Gipfel erreicht sein. Was gibt es Schöneres, ja, und jetzt nach Berlin. Als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach oben. Nur nach Hause, nur nach Hause. Ja, nee, den Weg nach oben, den gibt es momentan nicht. Das geht eher steil bergab, wie wir soeben sehen konnten. Hertha hat in 8 Spielen gegen uns einmal gewonnen, einmal unentschieden, 6-mal verloren. Und für die Heimspiele sieht es eben so aus, dass die, ja, die beiden Spiele, die eben Punkte brachten, der Sieg und das Unentschieden zu Hause erzielt haben. Also zumindest ein bisschen Hoffnung. Bayern gegen Schalke, das absolute Topspiel, aber ohne Gilles Matip, der hat sich gelb-rot eingefangen. Hertha gegen uns. Und da müssen sie auf Kraft verzichten. Wen hatten Hertha als Ersatztorwart? Lemi Halid. Oh Gott. Das ist schwach. Das ist schwach. Eine 61. Also ich glaube, ich komme da mal mit Distanzschüssen um die Ecke. Und dann haben wir noch Leverkusen gegen Hannover. 5 gegen 8. Wo Ron-Robert Zieler 2,90 erreicht hat in der Gesamtbenotung der Saison bis jetzt. Aber das kennen wir ja bei den Torhütern. Die haben es ja auch leichter. Die haben es deutlich leichter. Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Nachrichten hier. Weil es ist ziemlich einiges, was wir da abhandeln müssen. Das ist klar, Mannschaft der Woche werden wir sofort den Luca, eigentlich ja Gianluca Waldschmidt, loben. Ja, gut, muss man schon mal machen. Super letztes Spiel. Ich hätte ihm gerne gesagt, Glückwunsch zu deiner Wahl zum Spieler des Tages, aber das geht nicht. Das hat das Spiel nicht drin. Stendera. 2 Stück schon. 11 Meter auf 69, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Also falls dann irgendjemand mal bei uns auf die Idee kommt, einen Elfmeterschießen zu veranstalten oder halt einen Elfmeter rausholt, das ist ja auch schon länger her, dann haben wir da zumindest eine Alternative, wenn eben Jung nicht da ist. So, das schieben wir mal alles nach oben. Ich könnte auch das einfach mal rausnehmen hier. Robustheit ist nicht unbedingt wichtig. Dann macht er mit 3 Stück weiter. Armin Dienstbach. Ein paar haben wir noch, wo wir das anpassen müssen. So, das sollte in Ordnung sein. Ballkontrolle, oh Gott. Als rechter Mittelfeldspieler, was er ja eigentlich ist, ne, so eine Ballkontrolle zu haben, das ist fast schon ein Verbrechen. Mit 16 Jahren und zumindest 3,5 Talentsterne. Das ist ja nicht der untalentierteste. Da dürfte man schon ein bisschen mehr erwarten. Also arbeite gefälligst dran. Niklas Schindler.
5-Sterne-Talent, 16 Stärke, 45. Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Nicht viel, so wie ich vermute. Ansonsten wäre die Note mit Sicherheit, die Stärke mit Sicherheit höher. Die Frohnatur Finbentien. Ich muss immer so ein bisschen gucken, dass man das auch ungefähr in der Reihe behält. Einigermaßen zu mir. Oh Gott, nee, das kannst du vergessen. Ballkontrolle, es gibt ja gar nichts. Es gibt überhaupt nichts. Und der hätte 9 Punkte machen müssen, der hätte mal 45 gehabt. Der hat gar keins. Warum nicht? Why not? Keine Ahnung. Nee, das wollte ich ja so nicht. Was ist denn der? Rechts außen. Irgendwas Sinnvolles, das hier zum Beispiel. Lange Pässe ist ja noch schlechter. Dann können wir das gerade mal hochziehen. Also ich bin dabei sehr erschüttert, was hier für Geschichten aufleuchten. Schnelligkeit. Oder? Nee. Ausdauer, ja. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir mal 3 Stück und dann ist es okay. Nee, in den Regionen muss man nicht unbedingt dann anfangen, wenn die Dinger schon über 70 sind oder nah dran, dass man das macht. Weil die anderen andere Schwächen. Mit sowas kannst du locker leben. Auf das Spiel bin ich mal gespannt. Chris Bocklitz mit einer 67 wäre auch fast ein Kandidat, jetzt schon mal einen Einsatz zu bekommen. Bürzle mit dem 1-0. Anscheinend noch sauer, dass er eben nicht mit hochgezogen wurde. Und wir uns für Gianluca Star entschieden haben. Und Shayan Aslan in der 76. mit der Entscheidung. Deutlich verdient, würde ich sagen. Diese Partie hier entschieden. Und Daniel Frahn, der Captain, mit einer Vorlage. Und Ulrich, das freut mich besonders. Der wurde ja quasi da für Nils Linders hingesetzt. Und durfte sich beweisen. Und das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt müssen wir... Wir müssen mal den ersetzen. Ich glaube, Jilrim einfach nur... Genau, dann passt das. Wunderbar. Ein bisschen was reden können wir noch. Lukas Möller habe ich schon. Kevin Volland. Jetzt fängt das schon wieder an mit dem Verbessert, aber das wollte ich echt nicht. Das sollte man auch besser nicht tun. Trainierst sensationell für Weihrauch. Auch wenn er nicht trifft. Ne? Assist Points ist auch sehr, sehr wichtig. Vor Talent ist doof. Schiffner. Ja, nur noch die wichtigen Sachen. Obwohl man eben davon ausgehen kann, dass es den Spieler eben nicht trifft. Negativ. So, das machen wir auch noch mit. Und das letzte können wir auch noch verholzen. Sirre. Top vom höhere Ziele, was hat er? Ja, höhere Ziele, oder? Weil ich will ja haben, dass wir Konkurrenzkampf bekommen. Da in der Mannschaft. Und für die Innenverteidigung, er ist ja nun mal der Dritte, der da hinten dran steht. Und jetzt müssen wir das wieder ändern. Jetzt ist nur die Frage, wie am besten. Der Sirre ist ja ein ehemaliger Herthaner, aber den kann ich normalerweise so nicht aufbieten. Das kann ich normalerweise nicht machen. Also wir müssen zumindest entweder mit Engelke oder mit Kämpfter spielen oder mit beiden. Milicevic. Ich hätte schon ganz gerne, dass die jetzt zumindest jetzt eingespielt sind. Was eben dann nach der Champions League passiert. Ihr seht ja, da sind so viele Spiele noch, dass man da mal ein bisschen jonglieren kann. Aber jetzt für die Partie hier schon wichtig, dass wir da hinten zumindest die bestmögliche Formation aufbieten. Ja, vorne sieht es schon ein bisschen anders aus. Marx, der könnte das heute nochmal machen von Beginn an. Danceisen hat leider die Form jetzt nicht so abartig hoch, wie ich das erhofft hatte. Das sieht bei Weihrauch schon besser aus. Vasiljevic 13er Form. Ich möchte ganz gerne ein bisschen was davon behalten. Auch der Jochen. Bleibt dort auch draußen. Kevin Volland auch. Wir machen das zumindest jetzt vorne. Unverändert, genau wie beim St. Pauli-Spiel werden die dann auflaufen, nur um dann hinten die Änderung in der Innenverteidigung. Finde ich dann eigentlich am sinnvollsten, muss ich dann ehrlich sagen. Wie sieht es überhaupt aus? Ich wollte ja noch irgendwas bauen. Infrastruktur. Ich muss hier gar nicht drauf gucken, ne? Das habt ihr ja jetzt bei den Heart of Midlothian gesehen, wenn ihr dieses Let's Play auch verfolgt, wie das aussieht. Na, da muss ich immer gucken, dass wir irgendwo ein bisschen Geld reinholen, weil eben die Kassen so klamm sind. Und hier, ja, so schaut's aus. Ne? Wir machen dann jedem Spiel ordentlich plus, obwohl wir das Geld eigentlich nicht brauchen. Auch genau natürlich die Freundschaftsspiele. Aber das ist der Unterschied. Hier muss man nicht nachgucken. Das wäre mir auch sowas von wurscht eigentlich, wenn wir da Verluste machen würden. Weil es würde uns eben nicht treffen. Ausbauen, ging das noch hier? 6 Millionen? Wellnesszentrum. Ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Das hatte ich ja immer schon mal gesagt und gemacht und getan. Und eigentlich wollte ich das nicht, weil es so teuer ist und eigentlich nichts bringt. Was ist das hier? Finanzzentrum brauche ich nicht. Aber das Ding hier können wir ausbauen, das ist ein Hotel. 1,5 Mille. Ja, 10.000, 7.500 von mir aus. Von mir aus, dass wir beschäftigt sind. Nehmen wir das mal mit.
Jetzt natürlich die Taktik nicht vergessen. Die Taktik nicht vergessen. Aber bevor wir das machen, ich will mal kurz im Kalender gucken. Da haben wir die Dinger. FIFA Club Weltmeisterschaft Halbfinale. Da haben wir Platz 3 und wahrscheinlich am Sonntag sinnvollerweise der Sieg möglich, wenn man da ins Finale kommt. Das heißt, heute in 3 Wochen könnten wir hoffentlich den letzten Titel einfahren, der uns noch fehlt. Hier ist die Weihnachtsfeier. Kann man da Dinge nicht irgendwo hier machen? Weihnachtsfeier, nee. Nee, dann lasse ich die da stehen. Ich dachte nur, wenn man hier wirklich das Finale gewinnt, dass man hier eine sehr, sehr potente Weihnachtsfeier hätte. Aber bitte ohne Franz Beckenbauer. Das fänden mit Sicherheit die Spielerfrau nicht so schön. Die Taktik. Ja, Siegprämie 1,5. Also etwas gestaffelt mal wieder. Das Ganze angesetzt. Teamvergleich. Beuth, Baumjohann, Rupp, Läwe. Das ist die Offensive und hinten dann Doppel-6. Wir kennen das. So spielen eigentlich fast 3/4 der Mannschaften in der Bundesliga momentan. Ich gucke mal ganz gerne drauf, wie groß die sind, die Innenverteidiger, aber das brauche ich hier nicht. 1,90 und Kollege Brooks ist auch 1,93. Da können wir uns die Flanken dann, ja, die kommen tief, ne? Die kommen 35%. Das läuft. Alles klar. Haben wir das erledigt? Und ja, RB Leipzig Time ist dann wieder genau in einer Woche am Samstag. Den, lass mich lügen, das müsste doch dann eigentlich der 20. sein. Und dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Also, schöne Adventszeit, schöne Woche, haut rein und hoffentlich hören wir uns dann in einer Woche wieder. Bis denn, euer Baumi, ciao.